Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 21 Ultimate Team mit dem ersten Team der Woche dieses Madden NFL 22 Jahres. Jawohl, ein paar Leute von uns kriegen ein Update. Theoretisch Deebo Samuel hätte plus 1 auf seiner Power-Up-Karte. Rodney Harrison können wir verpflichten irgendwann als Charger-Spieler. Und TJ Watt hat 89 statt 88. Ja, ist nice, würde ich sagen. Ansonsten Chandler Jones, Kyler Murray, McCaffrey, Tano Kipassanio, und Justin Hollins. Ja, brauchen wir alles nicht, aber wie gesagt, TJ Watt kriegt ein Update und Rodney Harrison können wir später auch updaten. Das ist doch schon mal super. Deswegen schauen wir jetzt gleich mal in die Challenges. Und da müssen die Challenges eigentlich drin sein. Ein paar Packs warten schon wieder auf uns. Ein Hail Mary Pack und ein Prime Kickoff Pack. Aber wir wollen jetzt hier eigentlich zum Team of the Week gehen. Genau. Und beim Team of the Week sehen wir gleich da oben schon ein paar Sterne. 3000 Münzen, je nachdem, wie viel wir Sterne holen. Zwei Karten. Game of the Week, Chandler Jones. Und dann haben wir noch Complete Challenge, Game of the Week, Chandler Jones. Okay, wir auf Team of the Year Token. Win the game, get a sack. Pro Competitive gegen die Titans. Let's try it, würde ich sagen. Haben wir für zwei Challenges hier. Weiß nicht, wie schnell wir die Challenges rumkriegen, je nachdem, ob es eine Folge oder zwei Folgen werden. Ansonsten teilen wir morgen hier noch eine Folge und mit den Campaign Challenges. Sollte auch passen. So, wir spielen als die Arizona, als die San Diego Cardinals. Gegen Ryan Tannehill. Derrick Henry. Ja, da müssen wir aufpassen. Der ist natürlich da, was das Durchlaufen angeht, immens gut. Das ist Scrape 3. Henry ist down an der 29. Stark gemacht von uns. Spielzug gut gelesen. Diesmal kommt. Boah, ein guter Pass. Stark gemacht, schade. Ich hatte gehofft, dass wir noch durchkommen. Ed Reed hat es aber nicht geschafft, noch hinzukommen, leider. Oh, Cover 6, mit denen laufen wir eigentlich ganz gut, ne? Der Spielzug wie immer ein Running Play. Stark gemacht, Chandler Jones. 2. und 12. Ne, ist ein Pass. Brauchen wir kein Cover, Quarterback Contain machen. Ich bin sehr sicher, dass das ein Pass wird. Das ist der Sack von Melvin Ingram. Stark gemacht. So. Cover for Palms. Wirft ihn weg. 4. und 20. Die Titans sind raus. Und somit kriegen die Cardinals zum ersten Mal den Ball. Boah, ist ja schnell. Alter. Ich hatte gar keine Chance gehabt gegen den gerade. Ich weiß gar nicht, wer das war. So, wir starten mal hier mal mit einer Gun Formation. Ziel ist Hunter Henry. Lance Elworth. Oh, Vince Young muss selber laufen. Vince Young, First Down, stark gemacht. Busch. Nächstes First Down gleich hinterher. Deswegen starker Anfang, 2x12 Yards hintereinander. Diesmal sind es aber nur 5. Hilft es rum? So, wir müssen dieses Spiel nur gewinnen.
Was natürlich die Aufgabe nicht unbedingt leichter macht, klar. Jones, Elworth und Claypool. Wen erreicht unser Pass? Und es ist Elworth. Starker Pass, 20 Yards. Und RG Bush darf wieder laufen. Das ist gefährlich. Wir haben nicht so einige Leute zum Blocken. Bush ist durch. Ah nein, Touchdown. Touchdown Cardinals. Das sollte reichen. Den checken sie in die Endzone. Reggie Bush bringt die Cardinals relativ früh im Viertel oder im zweiten Viertel aufs Scoreboard. Aber starker Drive von uns, eingeleitet auch durch das Tackle von Chandler Jones und den Sack von Melvin Ingram. So, Justin Tucker runter. Darf jetzt wieder ein bisschen kicken. Und danach ist unsere Defense wieder gefragt. In Hoffnung, dass Tannehill ein paar Fehler macht. George Kittle stark an der 19. Das Ende. Kommt nicht bis zur 25 raus. Das heißt positiv von 6 Yards. Das ist Evans. Doppeltackling. Schaffen wir zum 5 Yards nicht. Ich bin ein großer Fan von den Cover 6 Dingen. Muss ich einfach mal sagen. Oh, Henry, Pinchback. Ah, verdammt, ist ein bisschen zu spät. Reicht aber noch. Gut gemacht von Minka Fitzpatrick, der aufpasst. Es ist, also bisher ist rauszulesen, sobald Henry auf dem Feld steht, wird gelaufen. Das ist zum ersten Mal, dass er nicht läuft. Oh, Julio Jones. Und dann sehe ich jetzt gut auf dem falschen Fuß erwischt, klar. Schick sie zum Laufen. Oder lass sie denken, dass du läufst mit Hunter Henry, mit Derrick Henry. Und dann setz ihnen das Passspiel vor die Nase. Jalen Hurst. Jalen Kurs. Melvin Ingram. Der Pass kommt ins Backfield. Julio Jones versucht sich dann noch zwei Yards nach vorne zu kämpfen. Jalen Hurts. Der ist weg. Julio Jones kommt nicht hin. Wir müssen da hinten die Dinge absichern. Jawohl, wollte ihn rauschecken, 4. und 8. Gut gemacht. Und jetzt geht es natürlich für uns darum, dass wir hier nochmal ein Field Goal drauflegen. Wenn wir das schaffen, wäre es Bombe natürlich. Und das ist Reggie Bush. Schafft zumindest mal. 18:26 kommt 1:18. Na, oh, tritt eins aus, 2 Jahre Verlust. Das ist natürlich nicht gut. Fast die Interception. 3. und 12. Ja, jetzt wird's eng. Interessant, das sagt, wir sollen laufen. Lance Elworth, jawohl! Lance Elworth, was für ein Pass! 3. und 12, Lance Elworth, Touchdown! Boah, bitter für die Titans. Die hatten uns schon. Vince Young macht den richtigen Move, bringt den Pass an den Mann. His kick is good.
Und wir scoren. Die werden es über die Pässe versuchen. Bin ich mir sicher. Chandler Jones setzt sich da easy durch. Ingram. Titans sind down. Wir haben 3 Timeouts. 2. down. Ja, jetzt schnell schauen müssen, dass Tannehill da irgendwie rauskommt. Kommt. Wir haben den Ball. Es ist Jalen Ramsey. Interception. Es ist eine sehr, 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 sehr spannende Phase des Spiels. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Vince Young, Claypool, Jones oder Reggie Bush. Reggie Bush ist es und der kommt nochmal in Field Goal Nähe. Der kommt nochmal in Field Goal Nähe. Vince Young. Starkes First Down. Können die Cardinals das hier jetzt einfach entscheiden? Fragezeichen. Kein Timeout mehr. Jetzt muss jeder sitzen. Claypool Jones ist eigentlich das Ziel. Das werden wir nicht mehr schaffen. Special. Field Goal haben 2 Sekunden. Shit, da ist uns die Zeit ausgegangen, weil wir mit Julio Jones nicht rausgegangen sind. Fuck. Shit, schade. Aber wir kriegen Walker wieder. Das ist gut. 14-0. Wir hätten es zum 17-0 machen können. Dann wären wir, glaube ich, richtig stark in die Pause gegangen. Jones ist down an der 30. Stark gemacht von ihm. Der humpelt ein bisschen. Fällt man natürlich weniger. No. Secure Catch 6 Yards, jawohl. Geht zumindest in die richtige Richtung. Das ist nicht der falsche Knopf, den der gedrückt hatte. Er wollte da eigentlich Endworth anspielen. Fürs First Down. Macht aber nichts gegen. Ah nein, das macht schon was. Ben Powers blockt nicht. Das ist natürlich schlecht, was Ben Powers da macht. 3. und 2. Und Tuas Fuß und fühlt seine Gegner wieder zurück ins Spiel. Reggie Bush, First Down, passt alles. 53 Yards und 5 Rushes. Ein Touchdown. Das sind 10 Yards pro Lauf. Das muss man auch schon mal festhalten. Das ist nicht wenig. Ehrlich gesagt, ist sogar richtig viel. Und wieder 10 Yards. 11 Yards. Die wird er gut machen. Young. Selber 44 Yards in 3 Rushes. Das ist auch stark. Also da muss ich jetzt einfach schon mal sagen, Bush sowie Vince Young zusammen über 100 Yards gelaufen. Dann kommen aktuell wahrscheinlich noch über 100 Passing Yards dazu. 75 Rushing Yards, 44 von Young. Das ist ein Haufen. 257 Total Yards.
Und es gibt sich tatsächlich relativ wenig, wer wie viel hat. Oh, kommt er nicht durch, kommt nicht durch. 16. Gut gelesen von Jenkins. Rashawn Jenkins, der letztes Jahr ja noch bei den Chargers war. In Los Angeles. Jetzt hier bei den Titans mit dem Wort. Stark Reggie Bush. Für 9 Yards. Dritter und 1. Und da muss ich sagen, da zählt es eigentlich mehr, dass wir jetzt einfach kurz drüber kommen. Als dass wir jetzt irgendwie groß auf Ding machen, weil dann haben wir nämlich First and Goal. Noch vor der Hälfte, jawoll, und wir stehen nur 2 Yards von der Endzone weg im vierten Quarter. Cardinals. Pass nach außen, Reggie Bush. Receiving Touchdown, no, incomplete. Ah. Jetzt da Vince Young, Rushing Touchdown von unserem eigenen Quarterback. Da war die Lücke da. Man musste sie auch nehmen. 20-0 Cardinals und die Cardinals machen das 21-0 aus stark. Justin Tucker. Ball fliegt wieder über die Spielfläche. Batson hinten wird knien. Jawohl. Das ist ein bisschen zu weit. Kniet sich hin. Und dann geht es der 25 aus. Und bei uns geht es jetzt darum, dass wir hier die Titans ein bisschen im Schach halten. Oh, Batson schafft es nicht. Hat so 10 Yards. Fehlt aber Second and Inches. Bereit machen für den Pass. Der Pass wird kommen. Der Pass ist weg. Dritter und ähnliches. Ja, Titans sind nicht happy, die Fans. Haben hier zu viel Verlust gerade. Weil sie auch nicht wirklich richtig guten Zugriff kriegen aufs Spiel jetzt da. Brown, AJ Brown mit der Reception. Jetzt sagen die Cardinals, hey, wir sind 21 Punkte vorne, wieso sollten wir hier irgendwas für die Offensive machen? Humphrey. Boah, brutal von Ed Reed. Ja, jetzt kommt wieder kein Pass, es war der Pass gedacht. Sack. Wer kommt da durch? Ich weiß es nicht. Habe jetzt nicht sehen können, auf die Schnelle, wer da noch kann. Auf jeden Fall, dass es hört zwar. 21-0. Der aktuelle Spielstand. Oh, geblockt. 4. und 8. Ryan Tannehill kriegt hier gar nichts auf die Kette. Wortwörtlich gar nichts. Es wird der Pass kommen. Da kommt er. Incomplete. King deckt den Receiver ab. Ich weiß gar nicht, wer das war. So schnell habe ich es auch gar nicht schauen können. Jetzt haben wir noch 1:52 auf der Uhr. Tennessee hat noch alle drei Timeouts. Deswegen müssen wir jetzt natürlich irgendwas machen. Und Reggie Bush hat Platz. Der hat so viel Platz. Bis an die 16. 115 Yards, nur Rushing. 136 Passing Yards allowed. Ja, Titans. Ich sag's nochmal, wie es ist. Schauen nicht gut aus heute.
Bush zu 13. Titans machen einen relativ gebrechlichen Eindruck heute. Zweiter und dritter und drei. Dritter und vier sogar. Slants. Ziel ist mit Vince Young das First Down zu erreichen. Das erreichen sie. Und jetzt tickt den Titans die Zeit davon. Vier Touchdowns, Fragezeichen. Oh, knapp. Knapp, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Das sollte locker machbar sein. Ein Yard, mein Gott. Man kann Bush richtig aufjubeln. Titans werden hier richtig in Einzelteile zerlegt. Die haben wirklich von Anfang an kaum was auf die Kette gekriegt. Tannehill kaum einen Pass richtig an Mann gebracht. Hinten viel zu viel Passing Yards zugelassen. Viel zu viel Rushing Yards zugelassen. Während die Cardinals hier einfach übers Feld pflügen. Wortwörtlich. Pflügen. Nicht fegen, sondern pflügen. Den kompletten Rasen hier mal umgraben. Und Titans. Schwarzer Tag in Nashville heute. Ganz schwarzer Tag in Nashville. Oh, shit happens. Kann man jetzt auch nicht mehr viel ändern. Ne, DeForest Buckner war das vorhin mit dem Tackle. Tatsächlich, sehe ich gerade. 99. Und jetzt nochmal ein Sack. Und jetzt sind natürlich die Cardinals ganz süß, weil jetzt muss ich sagen, wieso nicht. Lassen wir sie leiden. Weiter und 24. Und wieder ist er down. Das ist der fünfte Sack in diesem Spiel für Ryan Tannehill. Bei dem läuft wirklich gar nichts. Richtig finster. Dritter und 32. Und wenn wir jetzt da hinten kriegen, haben wir unseren Safety. Oh, incomplete. Vierter und 32. Brauchst auch nicht mehr faken da hinten. Eine Sekunde noch übrig an der 40. Boah, das wäre jetzt brutal. Das wäre wirklich brutal. 57 Yards. So weit kann er nicht kicken. Bei aller Liebe, das schafft auch Justin Tucker nicht. Spiel ist aus und nicht gut. Reicht nicht. Ich kann nur noch ein paar Yards mehr rausholen, kann es perfekt. Aber das ging nicht. So, Max Stars Return to Challenges. Da haben wir eine gute Folge eigentlich hingekriegt, oder? Würde ich sagen. Okay, haben wir noch keinen Set für das Team of the Year Token. Aber Level 8 sollten uns hier erspielt haben. 82 bis 81 Power of Pass. 2400 Coins. Und Team of the Week Showdown Week 1. Beat the Team. Oh, what? Ein 87 Overall Team of the Week Player. Murray oder Dinger, aber cool, wir brauchen beide nicht theoretisch das Problem, deswegen müssen wir das nicht machen. Wäre zwar schön, wenn wir natürlich... Das können wir machen in Zukunft, wenn wir Karten haben, die wir brauchen, aber tatsächlich haben wir sie nicht. Also in dem Fall brauchen wir sie nicht. Genau, danke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder in The Campaign weiterspielen. Bis dahin, Ciao und V, bleibt gesund, wir sehen uns.